Ich bin, wie soll man sagen, ein Wirtshauskind und habe den Stammtisch recht bald mitgekriegt und dementsprechend auch bin ich bald mit Politik in Kontakt gekommen. Ne? Das ist deins und meins und unser Wahlrecht und nicht die Parteien einer Wahlrecht. Wir als Zukunftsrat Demokratiegruppe, wir erfinden nichts Neues, sondern wir kommen mit was, was schon praktiziert wird, was schon Erfahrung dazu gibt, wo man schon daraus lernen kann. Das heißt, wir wollen hinweisen darauf, es gibt viele verschiedene Prozesse, große und kleine, international angewendet, auch in Österreich angewendet und wir wollen das auf die Bundesebene heben. Und, aber im Optimalfall, dass dadurch, dass da jetzt viel Dynamik da ist bei diesen Prozessen, entsteht ein bisschen ein Druck auf die Parteien im Optimalfall, dass sie sich das genauer anschauen, dass das ernst genommen wird und dass da quasi, wie soll man sagen, gute Wege gefunden werden, dass das, dass die Prozesse gut an die bestehenden Strukturen angedockt werden können. Ne? In Vorarlberg ist es ziemlich etabliert, dort steht sogar in der Verfassung mittlerweile, dass da partizipative Prozesse unterstützt werden. Man spürt, wie müssen wir sagen, man kann Demokratie riechen, ist letztens in einem Bericht gestanden. Im Rahmen von dem Zukunftsrat Demokratie gibt es den Bürgerinnenrat im Juni. Das heißt, Zukunftsrat ist eine Kampagne, die aufmerksam machen soll auf den Bürgerinnenrat, die aufmerksam machen soll auf dieses Anliegen, hey, wir sollten uns als Menschen einmischen in die Frage, wie Demokratie funktioniert. Wir sollten uns nicht nur einmischen in Klimapolitik, in Gesundheitspolitik, in Bildungspolitik, sondern wir sollten effektiv mitsprechen und mitgestalten, wie wir eigentlich Politik machen. Man erlebt, wie Leute aufeinander eingehen. In der Einladung steht da dann auch immer dabei, dass man keine Vorkenntnisse braucht, dass man auch quasi als weniger politisch interessierter Mensch unbedingt teilnehmen kann. Man ist mit Leuten unterwegs, die man nicht kennt. Und dadurch kriegt man Perspektive auf andere Lebensrealitäten, die ich vielleicht vorher eben so noch nicht gekannt habe. Das erzeugt vielleicht Empathie. Ja, das erzeugt Verständnis. Dann können Sachen passieren wie, okay, ich ändere plötzlich meine Meinung oder Sicht. Also das kennen wir ja aus eigenen Diskussionen, oder? Man schweift gern ab und so weiter und so fort. Da können Moderationsmenschen auf jeden Fall Unterstützung bieten beim Konkretwerden. Wenn jemand irgendeinen Vorschlag macht und sagt, man müsste das und das tun, damit die Demokratie besser wird, dann geht die Moderation her und sagt, ja, wie würdest du das in dem Fall jetzt machen? Ja, das ist ein Punkt, wo viel Potenzial liegt. Ganz normale Leute können super spannende Ideen zu allem Möglichen haben. Es entsteht ein Gefühl dafür, dass ich jetzt plötzlich Verantwortung habe. Es entsteht auch ein bisschen ein Geduld, sage ich mal. Nach ein paar Stunden entsteht auch die Geduld von den anderen Leuten, okay, da rufen wir jetzt einfach einmal eine Zeit lang zu. Und wenn einmal 20 Sekunden Stille ist, ist das auch in Ordnung. Ne? Man kann sich nicht von außen einreklamieren. Man wird zufällig ausgehört. Und es ist quasi immer so, dass die Menschen sagen: Ja, wir wollen, dass der Prozess ernst genommen wird, dass die Ergebnisse ernst genommen werden, dass es mehr Beteiligung gibt, dass mehr Ressourcen für Beteiligung zur Verfügung gestellt werden in Zukunft. Weil das, was da passiert, das hat Kraft und das macht Sinn. Ne? Wir kommunizieren mit allen Parteien. Das heißt, die Clubobleute haben alle E-Mails gekriegt, die Nationalratsabgeordneten haben alle E-Mails gekriegt. Ja, die Ergebnisse sind deutlich radikaler als das, was die Politik an Ergebnissen produziert. Und ja, die Politik könnte sich bestärkt fühlen, da quasi theoretisch auch unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Im Optimalfall schauen sich die Medien nicht nur diesen Klimarat an, sondern auch, hey, okay, da gibt es zusätzliche Initiativen, die da auch was vorhat. Was machen die? Was machen die anders? Was sagen die zum Klimarat? Also wir wollen eigentlich ein Selbstverständnis erzeugen, daran arbeiten, dass wir als Bevölkerung mitgestalten können sollten, wie Demokratie funktioniert. Und da braucht es quasi A, die Prozesse, es braucht B, die Ressourcen und es braucht C, mehr oder weniger die Skills, da mitmachen zu können. Mit 25.000 Euro können wir arbeiten. Darunter wird es schwierig. Wir sind 10, 15 Leute unterschiedlicher Profession und es ist ein enormer Aufwand, den wir da betreiben. Es macht Mut, dass schon so viel passiert.